Ja, guten Tag. Heute spielen wir mal nichts, sondern ich zeige euch mal ein bisschen Excel. Bei mir war das so, also manche Leute, die haben gesagt, boah, du kannst eigentlich ziemlich gut Excel. Und viele Leute haben so eine Angst so vor Excel, die eigentlich, sag ich mal, unberechtigt ist. Excel ist ein sehr schönes Programm, um, sag ich mal, alle möglichen Zahlen sehr gut darstellen zu können, um Rechnungen sehr schön zu machen, um natürlich Grafiken auch zu machen. Und ich wollte euch jetzt mal so ein bisschen die Grundlagen von Excel euch mal zeigen und euch ein bisschen auch die Angst nehmen. Also das hier das Grundbild. Ich hatte jetzt mal vor, ich sag mal, so ein Haushaltsbuch zu machen. Okay, Office 2016, ich habe die aktuellste Office-Version jetzt auf dem Rechner. Wobei man dazu sagen muss, die alten Office-Versionen, die unterscheiden sich jetzt nicht, wer weiß wie, zu dem, was wir jetzt gerade haben. So ein Haushaltsbuch, sage ich mal so, da hat man ja erstmal die Monate. Januar, Februar und dann eben die ganzen. Ich schreibe mal hier einfach mal hier B2. Da haben wir diese ganzen Spalten und man kann da ganz einfach reinschreiben. Da ist also, da passiert jetzt nichts. Das ist nicht irgendwie, dass jetzt der Rechner dadurch abstürzt oder sowas. Januar. Und da ist eigentlich schon der erste Trick. Nämlich Excel kapiert hat, dass Januar eben Monat ist. Und man kann dann von Januar bis Dezember das einfach so weiterschreiben. Also Excel sagt jetzt nicht irgendwie, ne, ich kapiere da nicht, dass Januar Monat ist. Da geht also alles problematisch. Man muss dafür hier, vielleicht sollte ich hier mal ein bisschen, hier unten übrigens rechts, kann man vergrößern. Ich stelle es mal auf 140% für, damit man es besser sieht. Hier ist Januar. Und jetzt kann man hier einfach mit dem Plus-Symbol hier, was ich jetzt hier habe, kann ich das gedrückt halten. Mit der linken Maustaste und dann einfach so weiterziehen und dann sagt er Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember und wir haben alle Monate. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, ist das. Da braucht man das sozusagen nicht einzeln eben so da reinschreiben manuell. Dann haben wir natürlich hier auf der anderen Seite haben wir natürlich die hier unten, hier, da kommen jetzt die Einkommen und die Ausgaben. Schreiben wir jetzt einfach so grob Einkommen. Haben wir natürlich hier so Lohn oder Gehalt, je nachdem, was man bekommt. Dann sage ich jetzt mal, einmal im Jahr bekommt man Weihnachtsgeld. Das habe ich jetzt auch, also als Beispiel für das Haushaltsbuch. Als Beispiel jetzt mal einfach Weihnachtsgeld. Und dann darunter machen wir mal die Ausgaben. Die Ausgaben, die sind dann zum Beispiel Miete, Strom, Handyvertrag, Internet, Nahrungsmittel. Tanken, Online-Einkäufe. Also sind jetzt nur Beispiele. Man kann natürlich alles Mögliche reinschreiben. So, das jetzt also einfach so als Spalt. In Spalte A kommen dann sozusagen ganzen Punkte da so weit rein. Und dann packen wir jetzt einfach mal darunter eine Spalte Summe Ausgaben. Summe Ausgaben. Und hier oben Summe Einnahmen. Es ist natürlich, sag ich mal, schon das erste Problem. Jetzt sieht, oder was heißt Problem, aber sieht einfach besser aus, wenn man hier zum Beispiel, jetzt zum Beispiel in, ja, wenn da zum Beispiel eine Spalte runterrutschen würde. Wenn es also sozusagen das auf 16 alles runterrutschen könnte. Man könnte jetzt natürlich die Spalten hier oder die Zellen hier alle markieren und kopieren und
dann ein hier einfach Steuerung V, also einfügen. Das ist aber eigentlich, es gibt da einen viel einfacheren Trick. Wollen wir das jetzt wieder zurück machen? Man kann jetzt nämlich einfach hier in der Spalte hingehen, wo man eine neue Zelle haben möchte oder eine neue Zeile. Rechtsklick und dann kann man jetzt Rechtsklick hier Zellen einfügen. Und tada, da kommt da jetzt eine neue Zelle einfach oder neue Zeile, nicht Zelle. Zelle ist ja Quatsch. Ist ja hier die ganze Zeile. Die 5er, die 6er und die 7er Zeile. Und jetzt kann man hier einfach Summe Ausgaben reinschreiben. Ja, jetzt seht ihr ja, dass jetzt zum Beispiel diese A-Spalte, die ist schon, die ist nicht breit genug. Hier haben wir zum Beispiel Weihnachtsgeld oder Summe Ausgaben, Nahrungsmittel. Das ist einfach zu breit für die Spalte. Es gibt da auch unterschiedliche Wege. Der einfachste Weg ist, also man kann natürlich so machen. Das kann man natürlich alles machen, aber das geht auch alles vollautomatisch. Man muss hier einfach nur hier dazwischen gehen, wenn das Symbol hier aufleuchtet und hier einmal doppelklicken. Dann hat man hier das auf der optimalen Zellenbreite. So, dann sag ich mal so, müssen wir das natürlich mal ein bisschen mit Leben füllen. Angenommen, Lohn, sagen wir jetzt mal einfach, Nettolohn 1800. Dann Weihnachtsgeld bekommt der 1500. Miete, sagen wir mal 600, also warm, Strom, zahlt man 50, Handyvertrag, kostet auch nicht mehr die Welt, da mal guten 25, Internet, sagen wir 30, Nahrungsmittel, sagen wir mal 300, also für Januar jetzt alles natürlich, tanken, 200 Euro von mir aus. Und Online-Einkäufe gibt der 150. Einfach mal jetzt so gesagt aus. Und jetzt kann man das natürlich für die ganzen, sag ich mal, die ganzen Monate hier so weit übertragen. Es gibt, sag ich mal, so hier so ein paar Fixkosten, die man vielleicht immer hat, zum Beispiel Miete, die ändert sich ja nicht. Die Miete, die bleibt immer gleich, 600 Euro. Da ändert es nicht morgen, dass das 550 kostet oder 700. Da bleibt er normalerweise konstant. Und hier Strom, da bekommt man ja auch ein Jahr, einmal im Jahr da so eine Abrechnung von seinem Stromanbieter. Und dann zahlt man ja auch nur eine Summe. Handyvertrag, dadurch, dass es jetzt die Flatrates gibt, oder die gibt es ja schon länger, zahlt man eigentlich nur die Grundgebühr, man zahlt ja keine Extrakosten. Internet ist das eigentlich genauso. Und ich sag mal so, dass die vier Positionen Miete, Strom, Handyvertrag und Internet, das kann man ja ganz einfach auf die Monate bis Dezember einfach durchziehen. Und das kann man einfach machen, indem man hier die vier Zellen hier markiert. Dann hier Rechtsklick auf Kopieren und dann kann man hier die obere Zeile, also wo hier Miete ist, Zeile 9, kann man hier einfach alles markieren und jetzt einfügen, Steuerung V. Und tada, hier, wir haben jetzt alles sofort eingefügt bis Dezember. Dann, sag ich mal so, dann wollen wir vielleicht noch. Sagen wir mal, Weihnachtsgeld ist natürlich jetzt, bekommt man natürlich nicht im Januar, bekommt man natürlich nur einmal im Monat, Quatsch, einmal im Jahr, nämlich, sagen wir mal, im November bekommt man Weihnachtsgeld. November, also 1500 hier raus, dann hier 1500 Euro Weihnachtsgeld. Und hier die 1800 nach dem gleichen Schema wie gerade, einfach übertragen auf. Angenommen, man bekommt auch immer den gleichen Lohn, dann kann man jetzt, sag ich mal, für Februar, März
September, August und so weiter. Kann man hier das einfach übertragen, Steuerung V. Und dann hat man jetzt auch die ganzen Zahlen, also in jedem Monat bekommt man dann 1800 Euro. So, jetzt habe ich natürlich hier nicht umsonst hier hingeschrieben mit Summe Ausgaben oder Summe, ja, hier natürlich nicht Summe Ausgaben, Summe Einnahmen natürlich. Summe Einnahmen und hier können wir wieder was ändern. Man kann jetzt ganz einfach mit einer Formel, dass es gibt da auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann aber die Summe, es gibt eine Summenformel, sodass er sozusagen sagt, weiß, okay, ich muss die beiden Zellen hier zusammen summieren. Dazu mache ich gleich. Und dann hier oben seht ihr das. Das steht hier auch gleich. Und hier sind die ganzen Formeln auch. Also hier trieben wir auch die ganzen Formeln ein. Und trieben ein gleich Summe. Hier, der steht mir das schon vor. Dann Summe und dann Klammer auf. So, dann kann man hier, dann steht hier in dem Vorschlag Zahl 1, Zahl 2. Zahl 1 ist natürlich hier Lohn. Und Zahl 2 ist Weihnachtsgeld. Quatsch. Zahl 1 ist Lohn und da muss man Semikolon und dann auf Weihnachtsgeld gehen und dann auf Enter ganz einfach. Und dann kann man hier auch, wie gerade mit dem Plus-Symbol, hier einfach durchziehen. So, dann hat man hier überall 1800, außer im November, da hat man ja das Weihnachtsgeld, da hat man 3300 Euro. So, und mit den Summenausgaben kann man das eigentlich genauso machen. Da kann man dann gleich Summe, Klammer auf. Und jetzt braucht man aber nicht irgendwie hier den anklicken und dann Semikolon. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Man kann die Zeilen auch soweit markieren, die Zellen hier. Markieren wir die Zellen und dann kapiert er automatisch, dass wir B9 bis B15 haben wollen. Also nur markieren mit einem Mausklick, dann gedrückt halten und dann markieren. Klammer zu, Enter. Haben wir die Ausgaben, Summe Ausgaben. Das können wir auch so wie die bei den Einnahmen, können wir das einfach durchziehen. Jetzt haben wir natürlich hier für Februar, März, August, September, Oktober haben wir natürlich nicht so viele Ausgaben, weil wir jetzt natürlich jetzt nicht die Nahrungsmittel und Tanken und Online-Einkäufe jetzt mal nicht einkalkuliert haben. Und aber das sind ja sozusagen die Fixkosten, die bleiben ja wie gesagt alle gleich. Und jetzt zum Beispiel gibt da Steuern. Steuern zahlt man ja auch einmal im Jahr, zum Beispiel Haftpflicht, Kfz-Versicherung oder Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung. Da kann man eigentlich auch über das gleiche Prinzip, wie ich gerade schon gezeigt habe, hier die Zeile markieren, Rechtsklick, Zellen einfügen. Dann fügt man hier zum Beispiel hier Kfz-Versicherung ein. Kfz-Versicherung wird auch nur einmal im Jahr fällig, im Januar eben. Da fängt das neue Jahr an. Klar, man kann das auch früher überweisen, aber normalerweise überweist man es erst im Januar am 2. oder was. Da sagen wir jetzt einfach mal 600, mal 400 Euro. So, und wir geben das ein und direkt, hier, der kapiert direkt, eine Kfz-Versicherung ist dabei gekommen, 1755 Euro Ausgaben. Als Beispiel jetzt einfach, ne? Klar, die ganze andere Versicherung. Also über den gleichen Trick, Rechtsklick, Zellen einfügen. Zellen, machen wir das einfach mal. Machen wir jetzt noch Haftpflicht und Hausrat. Als Beispiel jetzt. Haftpflicht sagen wir jetzt einfach mal, wird im April fällig. Kostet dann, weiß nicht, 60 Euro. Hausrat wird im September fällig, kostet 90 Euro.
Jetzt muss aber auf jeden Fall hier das auch noch ein bisschen erweitert werden. Weil hier, der summiert das nicht automatisch. Da müsst ihr natürlich mal drauf aufpassen, wenn da unten die Summe sich nicht ändert, dann wisst ihr Bescheid, ihr müsst die Formel hier noch ein bisschen anpassen. Da machen wir dann am besten, dann können wir das einfach erweitern. Auf hier, bis hier unten. 765 Euro und dann hier so durchziehen. Dann hat er auch jetzt hier im September, das ist auch direkt 795 Euro. Das versteht er auch dann alles. So, er sieht natürlich, sag ich mal, er sieht ein bisschen nicht jetzt so wunderbar aus. Das sieht also schön ist was anderes. Ich sag ich mal, viele Zahlen auf weißem Papier. Und man kann da zig Sachen machen, die Optik und so, da gibt es tausend Möglichkeiten. Sag ich mal so, wir fangen jetzt angenommen bei den Monaten alleine an. Wir können erstmal, dann kann ich euch auch noch was beibringen. Monate. Wir können jetzt hier drüber schreiben, oder Monat, besser gesagt. Dann können wir zum Beispiel Monat und dann sagen wir hier, können wir hier markieren von B1, also hier mit dem Plus, also mit dem weißen Plus, bis B1, bis M1. Dann gibt es hier die Funktion verbinden und zentrieren und dann ist Monat in der Mitte und B1 bis M1 ist, sag ich mal, ist sozusagen zusammen verschmolzen. So, dann kann man jetzt natürlich die Monate, man kann natürlich alles ziemlich mittig machen. Das geht dann, man markiert einfach alles. Kann man hier zentrieren. Und dann ist das hier auch alles mittig. So. Jetzt ist das zwar alles mittig, aber sieht natürlich immer noch, ist ziemlich weiß und so. Und sieht auch noch nicht so schön aus. Jetzt kann man die erstmal alle Zellen sozusagen hier markieren, die man benutzt hat. Und jetzt hier oben hier anklicken, Rahmenlinie und Rahmenlinie. Und dann hier alle Rahmenlinien. So, das sieht jetzt schon eher aus wie eine Tabelle. Vorher war es eher so weiß. Und jetzt kann man zum Beispiel hier noch, sag ich mal, Monat und die Monate und hier oben hier Monat in Fett auch noch machen. Dazu gehen wir jetzt einfach Januar, Februar bis Dezember. Monat, Fett. Und dann sagen wir jetzt einfach mal, hier soll jetzt zum Beispiel sein Einkommen und Ausgaben. Können wir jetzt Einkommen und gleichzeitig Steuerungstaste gedrückt halten. Und dann auf Ausgaben drücken. Machen wir Summe Einnahmen und Summe Ausgaben. Das machen wir dann auch alles fett. Und jetzt sieht das also insgesamt angenehmer zu lesen aus. Jetzt, was natürlich auch noch schön wäre, wenn hier überall Euro hinterstehen. Das geht auch ganz einfach. Dann könnt ihr einfach hier auch alles markieren, also wo Zahlen drin stehen. Rechtsklick, dann Zellen formatieren und hier Währung steht hier und einfach auf OK gehen. Hier steht ja Beispiel 1800 Euro und hier kann man die Dezimalstellen. Okay, wir haben jetzt aktuell natürlich jetzt irgendwie keine Kommazahlen, aber sozusagen die machen wir jetzt ruhig mal die Dezimalstellen weg. 1800 Euro und dann sieht das eben so mit Euro alles hinter. Jetzt kann man auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Februar irgendwie sagt, oh, ich habe 150 Euro tanken, da braucht man nur 150, also man braucht kein Euro-Symbol eingeben. 150 trägt man ein und da kommt dann eben automatisch das Euro-Symbol. Jetzt eine Sache, sag ich mal so, wie viel man am Ende im Monat übrig hat, das wäre natürlich auch nicht so uninteressant.
Sagen wir jetzt mal eine neue Spalte. Ist mir jetzt gerade noch so eingefallen. Sparschwein nennen wir das einfach. Und hier guck mal, weil wir jetzt hier die komplette Spalte A hier auf dieses mittig hier ausgerichtet haben oder das komplette Blatt auf mittig, ist Sparschwein jetzt auch sofort mittig. Sparschwein machen wir jetzt auf Fett. Fettes Sparschwein. Und machen hier auch bis Dezember alle Rahmenlinien. So, Sparschwein wäre dann Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben. Also sozusagen, was man eingenommen hat, minus den Ausgaben. Gleich Summe Einnahmen minus Summe Ausgaben. Wir haben im Januar 45 Euro. Und dann können wir das sozusagen weiterziehen. Also auch mit dem Plus-Symbol wieder weiterziehen. Und dann haben wir echt für jede, und ihr seht, hier wird direkt das Euro-Symbol übertragen. Und jetzt wissen wir die Einnahmen für jeden Monat, also das Sparschwein. Jetzt können wir jetzt natürlich noch sagen, wie viel insgesamt zum Jahresende im Sparschwein drin ist oder erspartes. Gesamtschwein und hier gleich wieder und dann geben wir wieder eine Summe, Klammer auf und dann die Zahlen. Dann haben wir 13.290 Euro im Sparschwein. Also klar, wir haben jetzt natürlich die ganzen Monate, die haben wir soweit leer gelassen. Aber das erstmal zur Erklärung. Ja, jetzt ist natürlich, man will das vielleicht ausdrucken. Und da will man erstmal wissen, wie sieht er denn überhaupt aus? Kann man das überhaupt so weit ausdrucken? Es gibt diese tolle Funktion bei Excel, man kann auf Seitenansicht gehen. Bei Office 2016 macht man das über Datei, dann hier Drucken. Und da sieht man hier schon, der druckt erstmal da total Käse aus. Hier ist erstmal von Januar bis Juni. Und so wollen wir das ja nicht. Wir wollen das ja im Querformat haben. Hier ist der Rest des Monats. Oder der Rest des Jahres natürlich. Da können wir hier über Seite einrichten. Hier unten. Können wir reingehen. Und hier können wir auf Querformat gehen. Und dann auf OK. Und dann haben wir das echt so. Jetzt guckt mal. Jetzt hört er bei September aus. Ist doch nicht so, wie wir das haben wollen. Hört bei September auf, aber wir wollen ja das komplette Jahr drauf haben. Dann gehen wir jetzt nochmal auf Seite einrichten. Und jetzt können wir über Verkleinern, Vergrößern das anpassen, also als Verkleinern. Angenommen, wir nehmen jetzt mal 70%. Okay. Ja, 70% ist ein bisschen klein, dann gehen wir ein bisschen, müssen wir natürlich ein bisschen experimentieren. 80, vielleicht geht noch 85. Ja, 85 geht nicht, da ist der Dezember nicht drauf. Aber wir stellen wir wieder auf 80. Und jetzt sind soweit alle, so würde das eben dann auch ausgedruckt aussehen. Und ihr seht jetzt auch, hier haben wir rechts hier so eine gestrichelte Linie. Hier auch und dann wissen wir auch direkt, wo wir bei Excel liegen. Es gibt ja, sag ich mal, noch so ein paar Funktionen. Man kann natürlich noch mehr Optik machen in Sachen Farbe. Wenn wir das jetzt noch irgendwie anpassen wollen, wir wollen Einkommen in Grün haben und Ausgaben in Rot. Sind natürlich, sag ich mal, für jeden Geschmackssache. Es gibt hier die Funktion, ich kann jetzt hier zum Beispiel hier Einkommen, kann ich jetzt zum Beispiel, angenommen ich mache hier Lohn und Weihnachtsgeld, dann mache ich die Zahlen, mache ich grün und die bei Summe Einnahmen, da will ich das Feld grün machen. Das geht hier rüber, man kann dann auch wieder also einzeln markieren mit dem weißen Plus und dann gedrückt halten, ziehen wir das durch. Und dann
geht man hier eben auf Grün und dann sieht eben alles grün aus. Summe Einnahmen über den gleichen Trick. Und hier kann man den Fülleffekt auf grün stellen. So, dann ist das grün. Machen wir es bei den Ausgaben genauso. Dann machen wir das dann die Zahlen rot und die Summe Ausgaben dann machen wir Fülleffekt rot. Jetzt sieht man natürlich jetzt nicht das Schwarze so gut. Da würde man zum Beispiel irgendwie die Zahlen dann in weiß. Machen wir die mal in weiß, die Zahlen. Dann sieht das natürlich angenehmer aus. Ah, ich sehe nur hier eins. Hier hat er zum Beispiel gar nicht zentriert gemacht. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Da alles markieren und dann zentrieren. Jetzt kann man noch, man kann den oberen Teil, kann man noch dickere, also ist wie gesagt alles Optik, alles Geschmackssache, man kann dicke Rahmenlinien noch machen, um die Einnahmen, um die Ausgaben, wem das immer noch nicht reicht. Wir können jetzt hier bei Einkommen, können wir hier alles markieren über den Trick mit dem weißen Plus, alles markieren und also gedrückt halten. Und dann gibt es hier dicke Rahmenlinien außen. Dann sind alle dicken Rahmenlinien außen und Ausgaben machen wir genau das gleiche. Dann machen wir auch dicke Rahmenlinien außen. Ja, ansonsten sage ich mal, das war's jetzt erstmal. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und vielleicht irgendwie für Ängstlinge bei Excel oder Anfänger euch da irgendwie ein bisschen weiterhelfen. Also das ist alles kein Hexenwerk, ist auch, sag ich mal, ein sehr schönes Programm, womit man eigentlich sehr viel machen kann. Und wenn ihr irgendwie Probleme habt oder so, gerne in die Kommentare nach unten. Ich, soweit es geht, werde ich die auch soweit beantworten, die Fragen. Es gibt nur echt eine Sache, bitte seid mir da jetzt nicht böse. Es gibt ein, ich zeige euch das mal eben, da kommt man über Alt F11 rein. Ich hoffe jetzt nicht, ja doch, macht der. Ja, das ist jetzt OBS, spinnt da ein bisschen. Wenn ich hier auf Alt F11 gehe, dann macht er direkt den Vollbild. Und das ist natürlich nicht so gut. Also es gibt da, wenn man auf Alt F11 geht, da gibt es so Virtual Basic, das ist total Programmieren und so. Da habe ich selber gar keine Ahnung. Und ja, ich gucke mal, dass ich das sozusagen als Screenshot nachreichen kann. Da bitte, das kann ich leider selber nicht. Das ist extremes Programmieren. Das sind so gut Excel. Ich kann zwar hier, sag ich mal, so in dem Bereich, das kann ich alles, aber da sind einfach, man kann alles Mögliche mit Excel machen. Das ist so einfache Rechnung und so, die, das ist eigentlich Kinderkram. Das ist, sag ich mal, so sehr einfach ist das. Das ist, man kann, weiß nicht, haben Leute Monopoly in Excel reinprogrammiert. Und das ist natürlich klar, das kann man jetzt nicht so mit so Gleichsumme machen. Das ist natürlich logisch. Und dazu brauchen wir Makros und diese Makros funktionieren über Virtual Basic. Und da muss ich zugeben, da habe ich nicht mit den Befehlen, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber ansonsten, wenn wir da jetzt nicht da rein müssen, würde ich gerne euch weiterhelfen. Und bewerte doch gerne den Teil. Also sozusagen den Kurs, nicht den Teil. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.